Okay, ich sag einfach mal, wir legen jetzt los. Wir haben hier Rainer, wir haben Banks. So we're going to start. We have Rainer, we have Banks and we have Nugget Bites and have fun, all of you. Neuen Runde von Nougat Bites. Schön, dass Welcome to a new edition of Nougat Bites. Nice to have you all here. Ja, wir sind auch sehr froh, wieder da zu sein. We're very glad to be back. Und weil wir nach dem letzten Mal, also das zweite Mal, als es gab, mal in einem Podcast ein paar von den Übersetzerinnen und Übersetzern über den Kongress haben reden hören, die ganz besonders eine Veranstaltung hervorgehoben haben, möchten uns jetzt im Vorhinein schon mal ganz doll bedanken für die Schmerzen, die die Übersetzerinnen und Übersetzer durchleben. So, herzlichen Dank, Kanzeln. Thank you. They're thanking our work in advance and apologizing for the pain they're about to inflict on us poor translators. Man hört mich noch nicht, oder? Because we opened the box of Pandora. Genau. Okay, also, wir werden zwei Runden spielen. So there are going to be two und in jeder Runde gibt es zwei Teams, die haben wir auch vorher schon mal rekrutiert. Und wir würden jetzt mal kurz noch die Regeln erklären. Und zwar ist das, sind das Begriffe aus den Bereichen IT-Netzpolitik, so im weiteren Sinne, Netpopkultur, you might say. Und eine Seite ist immer dran, die hat eine bestimmte Zeit, und zwar 42 somebody, Sekunden. It's always somebody's turn. They have 42 seconds to guess, and if the team does not manage to guess the term within that time, they get 23 additional seconds in which the opposing team can guess as well. And if nothing has happened by that time, then there are going to be three clues, one after the other. Those will reduce the bits that may be earned with each question. Und wenn danach and if at the end of these three clues neither team has guessed the answer, we're going to wenn ihr vorher schon die Lösung the audience to shout, platzt, shout the solution. Mit den Händen oder if you know the solution before that, just wave your hands or wave some item you may have on your body. Ideally, um zu zeigen, dass ihr es wisst, aber haltet bitte with dicht, bands or whatever. But please, in Unwissenheit bleiben und raten please können. Don't shout them out, so as not to spoil the fun for the two teams. Dann kriegt ihr sowieso auch Punkte des Herzens. Witz des Herzens. But yeah, if that happens at the at the beginning that das you're going to get ja, dann gibt's, bits of the heart. Und zum Schluss we'll have, das Gewinnerteam bekommt dann eine Packung Nougat Bits und muss dann ausrechnen, wie viele Bites das sind. Team gets a, genau. Gets a bag of Nougat Bits dann, and has to calculate how many bites anfangen. That is.
Und zwar das erste Team, was wir gerne auf die Couch rufen wollen. We're going to start by quoting the first team up onto the stage. Besteht aus drei sicherlich bekannten Persönlichkeiten. It consists of three well-known people. Ja. Bitte, Publikum, pfeift die Titelmelodie von zwei der Persönlichkeiten. Please whistle the theme tune of two of the people. Applaus für die drei. Guten Tag. Applause for the three of them. Guten Tag. Setzt euch, ja. Ihr habt noch die Möglichkeit, eine Couch auszusuchen. Yes, you still have the opportunity to choose a couch. Sehr schön. Herzlich willkommen. Very nice. Welcome. Dann wünschen wir auf alle Fälle uns, dass das Team X-Hein, die X-Hein-Bande, auf die Bühne kommt. Als Kontrahenten-Gruppe. The opposing team, the X-Hein Gang to the stage. So, und jetzt, bevor es überhaupt losgeht, würden wir euch starten. Oh, Moment. Hang on. Drei, ach so, ja. Ihr seid. Es sind zu viele. Oh, ich glaube, ihr müsst mal. Also, wenn ihr da. There appear to be too many people. Sie haben ja nicht mehr Mikros als ihr. But they don't have more microphones. Genau. Na, also ja. Das ist nicht gut, fair. Also ja. Iggy Neuner, ich glaube bitte. Auch in Worten pro Sekunde seid ihr auch unschlagbar, glaube ich. Nee, also wir wollen per second are concerned, you're going to be unbeatable. Das ist nicht fair. Na, okay. Wen siehst also du denn Game Shows sollten immer fair sein. Game Shows should always be fair. Spielgewinn. Wir haben nichts. Niemand hat gesagt, dass er da sitzt. Wir haben nichts an dieser Zusammenstellung arrangiert. Es gab we did not arrange anything about this constellation. Siehst du noch jemanden im Publikum? Ja, auf dem Transfermarkt. Wollt ihr noch eine Person haben aus dem Publikum? Wir wollten Iggy und Neuner haben, aber die kommen einfach nicht. Eine Person. Could we have Iggy and Neuner? They're as good as one person. Gut, they're pretty much the same. Gut, also zuerst mal auf der Seite. Ihr hattet doch einen Teamnamen euch ausgedacht. You picked a team name. Wie war das denn? Ihr habt uns vorgewarnt und wir haben uns einen Teamnamen ausgedacht. Yes, you warned us and we picked a name. Oh, let me guess. He's going to sit down there. Weihnachten auf Silvester. And tomorrow Christmas is going to be on New Year's Eve. Gratuliert. Nein. Nee. Hallo. Oh, er hat uns begrüßt. Moment, ich notiere das auch nochmal. Er hat uns begrüßt, er war freundlich. Wir brauchen keine KI für Bias. We don't need an AI for Bias. So. Wie heißt ihr denn? So what is your name going to be? Also euer Team, ne? Euer Team. Wie ist denn euer Teamname? CCC. CCC. Ne? Jetzt kommt mal. Bam. Okay. Ich habe nicht zugehört. Ich auch nicht. Ich habe gerade nicht zugehört. Der Name. Euer Teamname. Wir sind die X-Hein-Bande. X-Hein-Bande. Okay. X-Hein-Gang. Minus Bande. Der nicht mal einen richtigen Namen. Alles case-sensitive. It's not even a proper name. Ja. Mhm. Sehr schön. So, seid ihr alle fertig? Nein. Welche ihr fangt an, ne? Auf der rechten Seite. Also jetzt wird hier gleich. Also wer anfängt, wer die Runde zuerst, diese 42 Sekunden raten kann, das wird immer eingeblendet zuerst. So we're going to es wird unten links show you who's the first to start guessing. There's a time bar down the bottom. Und der Name, der fett gedruckt ist in weiß, der darf immer dann raten. Wenn beide fett gedruckt sind, dann können beide raten. Is allowed to guess at any given moment. An der Praxis. But we're going to have a practical example for you. Müssen wir buzzern oder? Nee, ihr müsst ja sagen und wir bestimmen dann, wer richtig war. Also, stellen Sie Ihre Sitze aufrecht. So, please los. Put your seats in the upright position. Byte one. Beginnt. Ihr guckt darauf, ihr seht auch die gleichen Sachen. You're und, looking at the same thing. Ihr werdet relativ schnell und ich möchte ja mal erwähnen, dass ich die ganze Zeit you'll see pretty quickly how it works. And I would like to mention that I've converted the entire software to 16 to 9. So it's 2017. 3D-Drucker. Ja. 3D-Printer. Das war jetzt das Beispiel, um zu erklären, wie es funktioniert, ne? Die ersten sind leichter, genau das so ist the ein first 3D-Drucker. One are simpler. Wunderbar. Okay. Es gibt 4 Bits. Moment. Wollen wir das wirklich konz alles immer nochmal erklären? Do we have to explain du meintest okay, oder time? Das war jetzt aber wir machen das zu einfach. Dann. Nein. Zu einfach, okay, sobald es mindestens ein Lacher im Publikum, auch wenn es ganz hinten ist, dann hat es jemand verstanden und dann haben wir uns... As long as somebody in the audience okay. laughs, we've reached our goal. Gut, das waren die schönsten Momente damals. Ja. Okay, jetzt seid ihr dran. Nächstes Bild für euch. Okay, your turn. Ihr könnt auch laut denken und sagen, was seht ihr da? You're allowed to think about. Und ins Mikro sprechen. Masse, Gewicht. Gewicht heben. Handeln.
Fitness. Ein Byte Quadrat. Ja, also Water. Wait, Fitbit. Fitness. Yes. Oh. Fitbit. Fitbit. Ich muss leise denken, aber dann kommt das. Ja, leise denken. Hauptsache die Lösung kommt laut. Genau. Yeah, aber ihr merkt langsam. You can think side and be as long as the genau. as long as you say the answer. Jetzt werden beide. Gut. Also hier gibt's drei Fitbits zu gewinnen. Ihr seid jetzt dran. Your turn now. Wer ist das? The Rock oder so? Auf dem Brandenburger Tor? Dieselgate. Dieselgate. Yes. Dieselgate. Dieselgate. Referring to the emissions scandal at Volkswagen. Da habt ihr euch aber ganz schön schwer getan, ne? Also ihr seid gut in Form und sehr, sehr flink. Ihr seht ganz schön alt aus, oder? So, Prinz. Ihr habt fast 15 Sekunden gebraucht, um das zu erkennen. Also. Das took nearly 15 seconds to recognize. So, weiter geht's. Petrinet, ja, das Rot, Blau, Grün, Gelb. Petrinetz war schon dabei. Ja, das haben wir schon gehört. Die Lösung ist ein Petrinetz. Petrinetz. It's a Petrinet. Petrinetz. Bottle. Genau, das ist aus der theoretischen Informatik, wenn man And of course, the person in the picture is Wolfgang Petri, a famous German folk musician. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute es auch erklären. Erklären oder in den Augen sehen, dass We're going to have to make people explain it next time. Wir bauen dann hier einfach eine Tafel auf, sodass man mal so Aufgaben vorrechnen kann oder so. We could also have a whiteboard so people can show their work. Gut, und weiter. Okay, ungläubiges Freuen. CCC. Incredulous happiness. It's CCC's turn. Ja, bitte. Ja. Root. Tree root. Root. Ja, ist schon mal gut. Oh, ja, nein. Stimmt, ich sonst meckern die. Ja, stimmt. What is it? Rootkit? Okay, wir halten schon lange. Rootkit. Haben wir schon Hände da hinten? Possibly Rootkit? Auf jeden Fall verwurzelt. Rootkreis. Rootspot. Spot Root. Oh, der Druck muss furchtbar sein. Bonsai Root. Was? Bonsai Root. Da kommt ein Geräusch. Vorsicht, was jetzt? Graswurzelbewegung. Das ist denn Gras, so ein Baum. Auch schön, aber noch nicht dicht genug. Also nicht wir sind dicht genug, sondern die Lösung noch nicht. Wurzelbewegung. Something going on with transparency as well. Root focus. Exposed root. Nein. Rootkreis. Root circle. Okay, time's up. So, jetzt sehen wir schon Hinweise. So, time's up. So, we have some hints. Yeah, so. Clues, it's about Root Server. Software. Server. Hardware. Server. Ist das ein Hinweis? Okay, weiter geht's. Software ist der Hinweis. Is that supposed to be Rootkit? Hey. Linux? Nein. Ich würde gerne helfen. Roottree? Ist das Building packages? Ein echter Baum? Are those hints? Es ruft auch Fake Root. Fake Root. Fake Root. Fake Root. Ihr seid Team. Ah. Exakt. Ah. Fake Root. Fake Root. Okay. Wo ist denn der Fake? Ja, mit viel Hilfe. Na, der ist, also, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es privileges so ist. Privileges to build packages under Linux. Okay. Ich dachte, der ist gerendert. Root-Stoff. Die Wurzeln wären Karotten, also. Wenn ihr Details sehen müsst, dann müsst ihr da oben. I thought the roots were carrots, so. Ja, das ist dieses 3D, von dem alle reden, ne? Aber this is the 3D everyone's talking about. Was? Ich hab's doch geraten. Ja, aber die Punkte wurden abgezogen und es gibt am Anfang nur 4 und wenn dann 3 Hinweise gegeben werden. Dann muss es ja noch einen geben. Ja, aber nach 42 Sekunden wird der erste Punkt abgezogen. Genau. And you didn't get any points for that, because we had to give you so many hints. Wir sind noch dabei. Ab Model of a German. Denik. Electronics Store Saturn. His name is Nick. Korrekt, das ist Denik. Sehr schön. Wusste schon, warum ich da weiß, ist Denik, which is the. Ich kann nicht nur Bier trinken.
the organization managing the .de top-level domain. Okay, das mit der einfachen Runde klappt auf alle Fälle ganz gut. So this is the easy round. Yeah. Gosh, they're so much fun when you explain them. Core drive. Choir drive. Core boot. Die Sterbequote ist sehr hoch schon. Wir müssen the German word choir is quad core. Yes! And it's the solution is quad core. Das muss aber noch schneller werden. Und fifth core. But there's five people on there. Vier Kernprozessor. Oh, it's a quad. Oh, I see. It's großartig. Choir on a quad bike. Herrn von Bülow. Bitte? Für die Schmerzen will ich einen extra Punkt. Because it hurts, we want an extra point. In der Konsole stand Morphine administrated. Ja, und wir hätten doch dieses Zeug da schreiben müssen, dass wir mit Schäden selber hatten und so. Nächste Mal merken wir uns. Haben wir aber. Oh, they forgot the disclaimer about damage liability. Es gab genügend Videos im Netz, die man hätte schon sehen können. Ja, das stimmt. So, seid ihr bereit? X-Einwand. Pfeifenkohl. Pipeline. Pipeline, oh, for fuck's sake. Also, die Kenntnisse in dem Bereich sind sehr gut ausgeprägt. Well, the good part is that most of these don't need to be explained. Ja, man kann quasi mit IT-Wissen rausbekommen, was ihr sonst noch so wisst. Ja. Quasi ein Side-Channel, ne? Genau, wir machen hier so eine Art Rorschach-Test und gucken danach, ob wir euch rekrutieren für unsere Sachen. So we're doing something like a Rorschach-Test? Haben wir davon eigentlich noch? Ja, komm, noch ein to paar. To see whether we can recruit you for... Ich befürchte, ja. Next year? Okay. Mikro. Konz, Mikro. Ja, wir können reinsprechen, aber das hilft nichts. Ja, ihr könnt ja laut denken und euch gegenseitig befruchten. Microphone that we can talk into, but that's no use. Axe. Run. Oh, es winkt. Axe. Das Publikum hat schon Punkte. Nackte Beine. Naked legs. Da kommt Start X. Start X. X. Hackerlauf. Lauf-Hacker. Hacker-Run. Du musst auf die Axt. Run. Hackathon. 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 Oh, Gott. Because. Der war's in der Tat. The German word for chopping is hacken. Und es ist immer noch Gleichstand. Also ihr seid so, wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht. So we've reached cruising altitude. Die Kreativität von uns steigt. So sie nannten es Kreativität. Their creativity is about to rise. Strawberry. Raspberry Pi Kernel. Himbeer. Ihr müsst es schon selbstsicher sagen. Raspberry Pi Kernel. Raspberry Core. Also wenn er jetzt noch erklärt, warum Raspberry Pi. Raspberry. Okay, Medic, hier vorne. Rot. Die ersten Opfer. 3.1417. Oh. Raspberry. Also ich. Weil er hat Bluetooth. Oh. Also ich lock das jetzt mal ein, aber ihr müsst jetzt noch erklären, warum. Ach so, es war schon. Ja, es Sie wurde ja schon mehrere Male gesagt, aber also ich kann es erklären. Ich hab vorgesagt. Nein. Wir haben doch Raspberry Pi gesagt. Ja. Warum? Aber die weil da Bluetooth ist. Was ist denn dieser Fitz? Because it's Bluetooth. Also wir können es erklären. 3,1. So the other group can explain. It's like the first digits of Pi. Das ist jetzt schon vergeben. Raspberry Pi wurde gesagt. Also es wurde ja gesagt. Ja, klar. Ne? We've solved it, so everything else doesn't matter. Or shouldn't, anyway. Und so weiter. Correct. Exakt. Bam! Ah. Konnte gerade nicht lesen. Bam! Genau, ja, genau das. Sehr schön. Ein Applaus für das Wissen von Pi. Ein Applaus for that knowledge, also, please. Und ich fand es auch immer, also, man muss ja immer auch so Details ein bisschen den Finger zeigen. Das ist die Reiseflughöhe, muss ich mich erst in die neue Atmosphäre. Diese Zahl ging aus dem Bild. So I still need to get used to this new atmosphere on cruising altitude. Bereit. Wenn uns einer sagt, was das ist. If you
you tell us what this is? Das für so ein Zelt, zum ein Hering. It's a tent. Yeah. Der Begriff ist zugegebenermaßen ein bisschen speziell. Anchor for tent. I don't know what that word is in English right now. Korrekt. Wet herring. Und es ist auch deswegen ein lustiger Gag, weil natürlich der Red Herring bei Monkey Island selber ja eine Referenz zu einem Red Herring aus der Film-Story-Dramaturgie ist. Tentpack. Tentpack ist die Geschichte voranzutreiben, trotzdem es da nichts zu treiben gibt. Außer Monkey Island German. Konnte gestern schon keiner. And was? Red Herring is the same meaning in German. Einer kann doch die Melodie, gut, okay. You can look it up. In the dictionary, genau. Jetzt immer noch Gleichstand. So. X-Hem-Bande, ihr seid wieder dran. Enterprise Solution Team. Enterprise Focus Group. Enterprise Focus Group. Big Data, Big Data. Big Data. Oh. Es war Big Data natürlich. Wow. Ach so, geil. Amazing. Nuancen sind wichtig so im Leben. It's like about the details in life. Herzlichen Dank, das war sehr schön. That was great. Okay, also der Geschreie da drüben, ich glaube, die Hälfte des Zerts sprintet gerade hierher. Also vielen Dank dafür. Half of the emergent team is on its way to this hall, I guess. Das Zert, das da liegt. Ja, ja. Was? Ja, das ist ja das. Das sind eure Gewinne. Also nur eins davon, wenn du gewinnst. Können wir eigentlich die Stimmen noch so ein bisschen auf diese Monitore bekommen? Dann hören wir ein bisschen auch, dass mehr. Jemand das Richtige sagt. Genau. Mhm. Gut, wir und sind. Wieso haben wir denn jetzt sechs bei der nächsten Runde? Und weiter geht's. It's like a drug picture. Und ein Kalender. And a calendar. Reden, das ist lustiger im Spiel. Und hier da hinten. It's funnier if you actually talk. Kann man erkennen, was auf dem Teller ist? Can you actually see what's on the plate? Wenn man geübt in derartigen Themen ist, dann die anderen schaffen das wieder. Of course, the others know already. Nicht tuscheln hier. Nimm dir ein Mikro. Hashtable? Bitte? Hashtable? Hashtable? Nein. Possibly? No. Hashtag? Jetzt können beide Hashtag? 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 Ja. Hashtag? Genau, es ist natürlich der Hashtag. 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 In German, it's hash is another word for cocaine. Yeah, I guess. And tag means day. So it's one day with a plate with cocaine on it. So in German, it's hash day. Weed. But danke, dass ihr alle is it still called weed? No, weed is grass. I think weed is just the flower. We've just proven that we're not good in drug knowledge. Weiter geht's. X-Hein Bande, ihr seid. That's possible, cannabis. Extraterrestrisch, IoT. IoT. Nee. IoT? Das ist ein F. It's hash in English as well. Great. IETF. IETF, IETF. Korrekt. IETF. IETF. Engineering Task Force. With I being the German word for egg. Yeah, I is like German word for egg, so. They brought you UDP, TCP, IP. IETF. But shouldn't the egg be upside down or something? Because we go. The RFCs. Ja, ich habe mir die alle durchgehört. Who knows the RFCs? We learned them yesterday in the evening. No. Das stimmt. Okay, CCC. It's CCC's turn again. Nicht so traurig sein, ihr habt noch eine Chance. Don't be so sad. You've not lost already. Ja, mach mal hier die Dach auf. There's silence on their end as well. Seems like the audience knows stuff. Okay, die Buhrufe sind auch noch. Naja, aber. Oh ja, okay. Stimmt. Something regarding draws. Buhrufe mit einem Arm und Jährufe mit zwei Armen. Oh no, Boo. Oh. Calls. Boo Lemon calls. Blue? Rainbow table. Yeah. Rainbow table. Rainbow table.
Rainbow Table, genau. Und warum sind die Zitronen blau? And why are the lemons blue? I told you, you should like remove them from the picture. Die Zitronen, die sind blau. Photoshop fails für 100. Okay. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Da hat irgendwie dieses Abbilden-Funktion. It was really difficult. Ist hart zu bedienen, weil ja. Diese Steuerung, und dann muss man, wo klickt man eigentlich? Welche Ebene hat man markiert? Zwei Sachen gleichzeitig. It's like really hard to do this in GIMP, they say. Und dann auch noch farbig. Also ja, weiter. Gut. Okay, X-Men, Mann, ihr seid fertig. Synapsen bereit. Los geht's. Yes, Synapsen is ready. Schuko, Double Power, Double MacGyver, Double Mac. Schuko is like Mac, the German plug for electricity. Plus. Können wir ein Mikrofon über das Publikum hängen? Double Impact. Can we please put a microphone on the audience? Irgendwas mit Mac und Input? Power. Mac Power. Power Mac Power. Power Mac. Power Mac. Apple Power Mac. Power Mac. MacBook Pro 2, Apple 2, Mac. That doesn't really make sense. Mac 2, Apple 2e, Mac 2e. Apple 2e, Mac Double. Mac Double. Apple 2. Nein. Ich dachte auch Power Mac. Mac 2e, ja, oder Mac 2c. Mac 2c gibt's auch. Das E-Mac. Nee, wir sind beide dran. Ach, der E-Mac. Mac 2. E-Mac. Yes, yes, das war's. E-Mac. 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 They get better every time. Analog zur E-Gitarre. Natürlich. Analogy to the E-Guitar. Also. But no, they're obviously electrical. That hurts. Genau. Also die Bilderrätsel sozusagen, die meisten Dinge haben da immer eine Bedeutung. So. Also, okay, gut, wunderbar, sehr schön. Bis auf die blauen Zitronen. Aber hier jetzt eher, oder? Bis auf die blauen Zitronen. Das waren jetzt wir. Nee, nee, das kam von da. Wir haben einen Stream, können wir nachschauen. We have a stream, we can like... Okay, wir look it up. Who is white? Ja, das ist wichtig. Danach dürfen und ich beide. Dachte schon, die anderen hätten den Punkt bekommen. Okay, CCC. Das geht jetzt weiter. Let's go on. It looks like some kind of religious person. Judging by their reaction, it's going to be painful. Erkennt ihr besondere Bestandteile? Ich muss ein bisschen kurz helfen bei dem Bild. There's. Wir sind noch nicht mal bei Schwer. Do you see anything special? Was erkennt ihr denn? Hilfe kommt doch nachher, oder? Also jetzt ist er noch nicht. Ja, alle Elemente erkannt. Ach, wir sind dran. Ihr seid dran. Ja, Fahrer. It's our turn. Oh. I didn't realize it was their turn. Arm. Webfarm. Beide können raten. Sleep Farm. Alt. Remband. Fremband. Publikum. Alt F4. Alt F4, ja, genau. Ja! Ja! Oh, Bam! Wer hat's gesagt? Ich hab's von rechts gehört. Naja, nein, weil ich. Right side of the ich befürchte, hier waren echt. Ja, dann wart ihr es, okay. Contestants. Es ist natürlich Alt F4. Ich hab's. It's von da drüben. I'm not getting it. I'm not getting it either. I guess it's the old guy. Yes. Okay. So alt. Alt means like old German in German. Word for old. Warum? Maybe because warum? It's the old picture. But we may. No, we're not getting an explanation, are we? Unklar, weil wir müssen uns da besser einigen. Na gut, dann. Ja, das ist aber jetzt ein bisschen gemacht. Okay. Was ist jetzt los? Also ich hatte es von dir. Die haben jetzt die Punkte gekriegt. Ich hab. Warum? Erklär nur kurz den Grund. Warum? Was warum? Warum sind jetzt die Punkte zum Club gegangen? Ich freue mich ja für jeden Punkt, aber so wir haben doch gerade richtig gemacht. I mean, I'm happy about each point, but we ja, erzähl einfach nur kurz. Weil ich das zuerst gehört hatte und dann wurde gesagt, ah, von da. Ich habe bestätigt von gegnerischer Seite, dass es zuerst hier fiel. Da würde ich sagen, the opposing team said that it was... Eure Software hat keine Edit-Funktion? Such mal Steuerung. Does your software not come with an Edit-Function? Try all the four, I guess. Weiter! X-Hein. Bande, genau. Onion Router, irgendwas mit Onion. Alexander Lehmann. Ja, das ist, glaube ich. Ich glaube, ich habe es hier auch schon sehr. TeamSpeak? Ihr habt es, glaube ich, auch schon gesagt. Onion Router. Onion Router. Genau.
Richtig, das ist natürlich der Onion Router und das ist ein Bild aus Alexander Lehmanns Erklärfilm dazu. Oh. Oh, it's like from an explanation movie from Alexander Lehmann. Das ist richtig, das müsst ihr Screenshot. Und zwar ist das ein Torknoten. It's a Tornot, ein Torknoten in German. Mit wem denn? Yeah, but yeah. The literal translation. Na, ist ja egal. Das Bild jetzt mit Tor. Na, das war ein Torknoten. Das war ja dann was. Ja. Because like note meets Knoten, also not in German. Okay, keine Idee. Bei euch geht's weiter. Velocity. CCC, ihr seid. The arrow usually meets its vector. Ja. Yeah. Das ist auch wirklich schwer. Oh, ein V. We're looking at velocity, I guess. Publiko, oh ja, oh ja, oh ja. The audience already seems to know it. Habt ihr eine Idee? Sprecht, was ihr seht. Ja, was mit V? Ja, nein. Do you have any ideas? Just say what you see. Ja, korrekt. Ah. Es ist korrekterweise Vectoring. It's Vectoring. Yeah. It's like a technique to increase bandwidth on DSL, digital subscriber lines. Das ist anwesend. Das ist bei jeder Gameshow Pflicht. I hope that the emergency team is here, because like that's mandatory for each game show. Weiter geht's. Oder ein Zertifikate-Error. Ja, Food Error. Oh, Vector Ring. Okay. Yeah, Vector Ring. Oh, that is a great picture quality. Das ist nicht Tiffy, das ist die... Laut sprechen. Who's the person on the white? Wie heißt sie denn? So these are characters from Sesame Street. I'm not actually sure if the non-German version of Sesame Street had that character. Oh. Lilo. Lifo, Lilo. Korrekt, es ist Lilo. Lilo. Linux Loader. Die Dame heißt Lieselotte Pulver und Free. Oh, her name. For the Linux Kernel. Da war jemand im richtigen Alter dabei. Ja, her name ist Lieselotte. Genau, also ihr Nick war Lilo, exakt. Her call name was like Lilo. Her nickname. Ich wollte schon sagen, was ist Lilo? I was about to say, what is Lilo? Gab's früher. Okay, CCC, ihr seid wieder am Start. Wir kombinieren das mal. Aber wir haben das schon mal kombiniert. Und los, ne? Moneygate? Oh, da gibt's schon welche. Something about like... Gates, Money Gate. Da winkt jemand mit einer. Tor Money. Tor being the German word. I have actually no clue what they could mean by this picture. Something like cryptocurrencies, I don't know. Die Lachola bewegt sich gerade hier so. Ja, okay, da ist er angekommen. Der macht immer Laola in der Zeit. But it's obviously money on the photo. Ja, okay. Oh. Und jetzt Bill Gates. Korrekt! Bill Gates! Boah, wie geil! Bill es Gates! Es ist Bill Gates! That was awesome! Leider gut! Wie kam der denn auf Bill? Leider gut! Na, das sind Geldnoten, Bill auf Englisch. Das sind doch ganz klar Bill Gates. Also. Which is interestingly a pun that only works in English, not in German. Wie mein Küchenbrett in dieser Spielshow doch immer wieder zeigt. So you can see, this game show is not only for German people. Ein schönes Küchenbrett. Es leidet auch sonst viel, aber diesmal unter Bildern. Gut. Du hast das echt selbst gemacht, das Bild? Das haben wir. Ja, wir haben, did you make it on your own? Wir haben wirklich auch viele Fotos gemacht. Yeah, we really did take a lot of photos. Oh yes, stimmt. Es war viel Faltarbeit nötig. Gut. X-Hain-Bande, ihr seid. It's X-Hain-Bande's turn again. Wieso steht da FNF? FS-Kompass? Why Nord. Is it FS-Kompass? Yes. F-Nord. Geil.
Sehr schön. Which is conditioning by not getting correct. Specific information or disinformation to people. Okay. And ja, vielen Dank. The German word for north is Nord. Yes. Gut. Und okay. Das jetzt 23, das ist ja sehr nordisch. Ja. 23, how very friendly. CCC, ihr seid dran. It's CCC's turn. Crypto-Geld? Crypto-Money? Crypto-Currency? Data-Flood? Data-Storage? Bitcoin-Wallet? Bitcoin-Wallet? Details helfen? Details help? Details help, sorry. Bitcoin? Nein. Bitcoin is wrong, apparently. Ich sehe keine Coins. Nee, Coins sehe ich. Someone in the audience is making a swimming motion? Bullpen, swimming, Datenreichtum. Datenreichtum. Danke, wer war es? Es ist natürlich Datenreichtum. It's data riches. Und habt ihr die kleine Merkel im Hintergrund? Ja. Gesehen? Nein! And there's actually Merkel in the background on the picture. And apparently Datenreichtum was a legendary image board that I've never heard of. Achso, wir spielen bleiben, übrigens, also zur Info, wir spielen bis 36. We're playing to 36. Und? By the way. Ah! Container? Docker? Safe Harbor! Is it Safe Harbor? I'm gonna go for Docker Container. Blockchain? It was from the team? Safe Harbor. It could be Safe Harbor. Could be Safe Harbor. Safe Harbor. Load Safe Container. Safe Harbor. Lock Safe Container. Safe Harbor. Sie haben es, ist natürlich der Safe Harbor Agreement. Safe Harbor Agreement, yeah. So you heard it first from the translators. Hooray. They describe it as. Gut, vielen Dank. Bitte? Wie lange habt ihr gebraucht, um euch das alles auszudenken? How long did it take for you to think of everything? Das ist relativ. Time is relative. 35 C3 vorzubereiten. Wir sind da sehr systematisch durchgegangen. We did it in a very systematic way. Sowas macht man immer ganz lange vor. Ja, nicht fotografiert, ne? You always start months in advance. Die sind dann schon wieder schlecht. Viel Zen-Arbeit. There's a lot of Zen work involved with this. Gut. Oder Blue Screen, je nach Betriebssystem. So. Fit. Okay. Worldwide Debian, yeah. Mirrors. FTP pointers. Is it pointing at, what is it pointing at? Is it a hash? Is it a checksum? Yes. Correct. Oh, black mirror. Oh. Because the color was black, obviously. Also, diesmal haben wir es umgedreht. Ne? Wir haben mit IT was an. Naja. Ja, es ist im weiteren Sinne auch. This time we did this the other way around. We used IT to explain something else. But then again, the TV show Black Mirror is about IT and science fiction as well. So it kind of fits both ways. Ski-Chalet? Autonome Skihütte? Autonomous Ski-Chalet? Also, ach so. Barista. Snowden. It's a Snowden. It's a Snowden, is it? Snowden. Snow. Snow White? No, Snow. Edward Snowden. Ednes. Krämpfe auf 11 Uhr? Some cramps in the audience. Abfahrtsschnoden. There's some very talented shakies in the audience. Yes! A-ski! Oh, a-ski. A-ski. Oh. Shit. Wir sollten dir auf alle Fälle Selbstbeherrschungspunkte vergeben. Scheiße.
And I can confirm that I'm currently digging my fingernails into my jaws. Shame, ey. Aber Snowden war schon gut. Shame, but Snowden was a very good guess. Aber Snowden heißt Wasserlilie oder sowas. But Snowden actually means water lily or something like that. In what language? What language, though? C. C. CCC is dran. It's CCC's turn. Doch, doch. Yes. No. Yes. Damn. Ja, ich höre gute Gedanken da. Sprecht weiter. Yes, amplifier. Amplifying layer. Layer. Amplifier. Eine Hand ist gut. Okay, es gibt... Oh, oh, man kann es wissen. You can... It is not knowable, I guess. But we don't know, do we? I have no clue. Was seht ihr denn auf dem ganzen Bild? Verdammt, sie wissen es. What do you see on this picture? M-Player. Ja. M-Player. Es ist M-Player. Ah. It's an amp-player. M-Player. Amplifier. Okay. Wow. Und dann Layer. Ja, hier ist irgendwie... Ampel-Layer. Ja, ja, it's an Ampel-Layer. Das ist eine deutsche Show. And I thought it was a German show, but you actually need to know English for this one. So starr mit den Denkpausen in Wörtern umgehen, dann kann man auch... Yeah, stop, like, stop thinking about thinking gaps, thinking pauses in words. It's not going to get any better, we're being short. So get used to it. Become more flexible in your thinking, please. Ja. Okay, aber sehr schön, auf alle Fälle sehr schön. Nicely done. Und jetzt verlassen wir den Orbit. And we're now leaving orbit. X-Heim-Bande. Wer hat eigentlich das Geräusch erkannt? Dieses so, wenn diese 42 Sekunden zu Ende. If you recognize the sound when the 42 seconds are up. Okay, wir hören es uns gleich nochmal. Ja, ja. But we're about to hear it again. Half-Life. Ice pistol? Ice pistol, frozen gun. Yes! Icy MP! Oh, again! Oh, it's an icy machine pistol. Großartig, großartig. Das ist echt mal ein cooles... Das Ding ist, ich hätte nicht mal die Abkürzung erkannt. So, that's a cool puzzle. Sorry. I wouldn't even have recognized the acronym, also but... Genau, Protokoll. Nicht blocken, danke. No, please don't block ICMP. Bitter ernst gesagt, nicht... Ja, man kann das Internet kaputt machen, muss man aber nicht. You can break the Internet, but you don't have to. Okay. Oh, leidende Gesichter. A lot of suffering faces all around. Don't be sad. Who is that? Is it Dieter Bohlen, German? But apparently it's musician? Irrelevant who he is. Is he a musician? Is he a musician? That is a good question. Latex? 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 Latex Beamer? Latex Beamer? Latex Beamer. Das ganze Bild? School? Latex-Schule? Latex-Klasse? Latex-Klasse? Latex-Klasse. Oh! Latex-Klasse. Aber ist also, da hat euch jetzt aber echt die Zeit gerettet, ne? Also Latex... Gut, sehr schön. Sehr well... Polymer-Dispersion. Polymer-Dispersion. X-Hain-Bande. X-Hain Band is turn again. X-Hain. Ozzy Osbourne. Ozzy Libert. Ozzy Osbourne Libert. Ozzy Libert. Litecoin? Litecoin? Os Libertos. Os Libertos? Os Bademantelos. Os Bathrobos, I guess. Libert OS, Libert OS, Libre OS, Libre OS,
I don't know. We don't know. Und Publikum? LibreOffice. LibreOffice is what someone is suggesting. Jetzt können beide raten. And now both groups can guess. LibreCoin, Litecoin, LibreTossCoin. LibreTossCoin. Einfach nur TossCoin. LibreToss. Ossi ohne Y. Wir machen da nichts aus. Einfach so hin. Nee. Oh, the. Some sort of game music. Den ersten Hinweis. Es geht. It's about software. Okay, weiter geht's. Haben wir eigentlich schon Handy? CentOS! Oh, it's CentOS. NixOS! Nein. No. You've heard it first here. Again. BornOS. Maybe. Is it CentOS? Nächster Hinweis? Ja. Yes, it is CentOS. Ja, es ist CentOS. Du verstehst denn? Aber was ist denn Cent? Das ist ein Cent. Ach so, ein Cent. Oh. Also das muss man jetzt nicht direkt wissen, aber ihr seid ja zu mehrt. Ja. Aber yes, and it's OS because it's Aussie without the Y. Ja, was ja nicht Cent Aussie. Warum ist Y durchgeschrieben? Aber also sowas findet man ja viel in so Zeitungen, wo man dann irgendwie so mit Buchstaben durchstreicht. And that's the kind of rebus you find in newspapers. And we try to avoid that because it's below our level. If you'd taken the Euro cent, though, we'd have got it a lot faster. Yes, that's the point. Nein, wir machen uns ja drüber lustig. We're making fun of it, gut. Actually. Ihr seht jetzt, seid jetzt wieder. So CCC, it's you're in prime position now. Oh, Lovelace, yes. Korrekt. It's Ada Lovelace. Ada Lovelace. Lovelace, sorry. Sehr schön, sehr schön. Der war ja einfach. That was easy, apparently. Ja, wir durften ihm bloß nichts sagen. So. Ja. Tat mir auch vor allem leid für euch, dass da so ein Leichter jetzt kommt bei uns. Ja, der war so ein bisschen, naja. And it was very sad for the other team, because it was so easy for us. Und los. 32. These are the Weeping Angels from... Nah, there's a similarity, but I don't think so. Possibly an there's aunt? There's a periodic table in the background. On there, they're thinking about a fairy? Bronze auf irgendwie... Über die Zeichen im Chemie, wie heißt das? Chemie, Bronze auf Chemie? What's bronze in chemistry? On chemistry? But chemistry, but yeah, bronze is not an element. It's a... It's an alloy. Yes. Angel table. Angel table? Fairy dust? By the ach, ja. Fairy dust? Okay, Die Besten sterben. Table angel. Chemtrails. Chemtrails, but no. No. Das gibt Anti-Assoziationspunkte. Ich finde Chemtrails gut. There's actually negative association points for chemtrails. Ach, noch Falschfarben. Okay, wir geben euch mal einen Hinweis. So, some clues coming up. What are these creatures called? Nein. Du sollst dich den Hinweis not mal elves. Ja. Feen? Schmetterling? Ja, okay, ja. Okay. Butterflies? Butterflies. I still think they're weeping angels. Silberfee. Koffeefee? Koffifee. Sag doch gleich einen Namen von da drüben. Ja. Oh, what? Fifi. Oh. Fifi. Oh, God. So it's a fairy. The German word for fairy is fee. And Fe is the symbol for iron. Naja, aber auf dem Level kann man nein. Fefe is a German blogger and software developer. Es die Technik ist schuld. Was heißt, kackst du gerade die Orga? Auf dem Bildschirm hier kann man es deutlich. Nein. Mach weiter. Ja.
Und los. Let's go. Der ist wirklich unangenehm. Ja, oh ja, okay, the first one is spelled of goo. Was ist denn das in der Mitte? Also the middle one is causing some confusion, but it... Oh yeah, it's Larry from Larry Dishes Suit. No. Nein, aber Singularity? Singularity. Singularity. Oh, because the goo is singing, so it's Singularity. Aber wir wollen es ja auch spannend machen, insofern schenke ich euch das. Aber es war sozusagen die richtige Antwort kam von der... Also. Sorry. Das, gut, sehr schön. Das war sehr schön. Gut. To make it more interesting, CCC gets those points. Sehr, sehr knapp, ja. Three bites left. Die letzten drei. Jetzt sind wir dran, ja. Jetzt sind wir dran. Jetzt seid ihr dran. Fubar. Oh, it's a Fubar on Windows 95. 98? Well, I'd say 95 with that background, but I'm not sure. They look very similar. Fish icon. Fish icon. Winrar. Winrar. Could it be an eel? Schon gut. Was sagt er? Was hast du gesagt? What did you say? Al des Top. Al. Iconal. Ja! Icon. Iconal. Oh. Which is a. Von der Telekom für 6000 Euro im Monat, so diese ganzen. How to explain that? So it's an eel. It's an icon of an eel. The German translation would be. Well, ja, not translation, but it. Yeah, it makes icon al in German, which is a. Und extra dieses alte Windows, weil it was a contract where basically the NSA bought some data for 6,000 euros a month. From the German Telekom. Telekom, I'm not sure. From some German big German telecommunications provider, anyway. So on the left we have Go, which is a game. But we don't know who this guy is. Yeah. And it's important. It's important to know who it is in the picture. Someone from the Matrix? If only we could see better here from our translator's booth. Patigomus. Whatever that is. I wouldn't buy it. Kann man das drucken? Can you print it? Patent Moose? Okay, jetzt können beide Teams raten. Seht ihr denn, wer das ist? Patent? Now both teams can guess. Patent? Pate Go? Aber, also man kann es wissen. It is knowable. People know it. Publikum Hände? Show your hands, audience, please. Aber wir sind jetzt auch wirklich schon in der Königinnenklasse hier. Ja. And we're already in the Queen's class here, so no worries if you don't know it. Nein. Ach Gott. Theoretical Computer Science. Computer Science and Programming. Algorithmus. Algorithmus. Algo. Correct. Then Al Pacino. Oh no. Go, so Al Pacino is playing Go with a riding, which in German is Ritt, Ritt, and then it's mashed fruit. The closest would be marmalade, I guess. And the German word for that is Moose. So overall, it's an algorithm. It's an algorithm, yeah. But that's very strange. It gains nothing in translation. But people now understood kind of what they were trying to say. Da steht sogar Moose. Gut, so, das von einer Meinung. The final bite. Und los. Ah,
so somebody signing something with an eel. Oh, oh, oh. Yes, man kann es schön wissen. Paper real sign. Oh. Hallo, Unterschrift. Oh, ja. Alu sign? Sign, signal. Is it signal? Oh, signal. Yeah, that's possible. Signal, so sign eel. And as we told you previously, the German word for eel is Aal, which makes it useful in these remixes. Signal, signal, signal. Yes. And it is signal. Der Sign Aal. Sign Aal. Aber die Finger mit dicke Finger, das sind meine Hände, ja. But yeah, digit Aal was a good guess too. Gut. Wunderbar, dann ist das. So, we have a tie. Wow! Das bekommt jetzt mal hin! Ja, Dreck. Ich hasse es, wenn sowas passiert. I hate when this happens. Gewonnen! Eine große Schüssel, 10 Löffel und dann setzen wir uns da ran. Genau, so, wunderbar. Herzlichen Dank an die beiden. Big bowl, 10 spoons and we're going to get to work. Ja, danke an euch. Thank you. Sehr schön. Wunderbar. Werdet nie gut, Kandidat so, nicht, bei einer Game Show. Never take part in a game show, but mit zwei neuen Teams. Dann danke an euch. There's going to be a second round with two new teams. You're allowed to lead the stage now. Eistüten sind nicht vorbereitet, aber we haven't prepared any ice creams, but wir wissen, wie er auf einen Teil reagiert. Auf einen was? Auf einen Gleichstand. Das ist, ja, nein, das war. Moment. Deswegen, ja. Das Publikum meinte gerade. Kann man mich hören? Was? Das Publikum meinte gerade, wir haben ja vorhin die Extrapunkte vergessen wegen eurer Software. Stimmt. Wegen eurer hochprofessionellen Software. Danke, Ian. The audience is still thinking about some extra points that were kind of missed, das, possibly. Das war alles gestaged wie beim WWF, aber das. But it's all been staged like at the WWF, but let's just leave it like this. Wer hat die Bits geklaut? Genau. Who stole the bits? Megabyte. Du findest sie bei mir. Kennt ihr noch die Eurocats mit Wir surfen und so? Okay, andere Generation. Reminding of some old German band, I guess. I don't know them. Das kommt im Abspann, mein Okay, also wir haben die nächsten beiden Teams. Okay, we have the next two teams. Und zwar ist das einerseits die Subwirklichkeit. That's Sub-Reality. On the one side. Oder hätte ich sagen sollen, Subwirklichkeit. Genau. Und, ja, seid ihr da? Are you here? Sub-Reality? Move, it's your turn. Wenn jemand einen tollen HTML5-Editor if someone wants to teach me a good HTML5-Editor. Programmieren und so. Emacs. Emacs was the suggestion. Ben, Assembler. Ich sitze morgen noch im. Maybe you should do Assembler. Uns gerne mal Software austauschen. Und das zweite Team, Weißwurst, ist bitte auf. And the second team has a name, I don't know. White sausage, which is a special kind of sausage from Bavaria, is bitter. Setzt euch. They might be Bavarian or they might hate Bavarians. Either one of those works in this case. Oh, mit Eierlikör. And they actually bring some eggnog. Wo kriegen wir dann da? That's so many people on that stage. Setzt euch, macht euch gemütlich. Sit down, make yourself comfortable. Denkt an was Schönes. Think of something nice. Now you still can. Wenn what? The only thing missing is some sparkling wine. Sehr unsolidarisch. Habt ihr noch mehr Becher? Do you have more cups? Ist komisch, die Punkte aufschreiben auszulassen, oder? It's strange to leave out the people that are actually recording the points. Wir sind bestechlich. Gut. Also, dann sagt mal, wollt ihr kurz noch ein, zwei Worte richten? Oh, danke schön. Do you want to address the stage, the audience a little bit? Wollt ihr damit was aussagen? Do you want to say anything with your name? Sub-reality? Not really. Okay. This is a synonym for another project, but okay, gut, dann erstmal Applaus. Wait, an applause for them.
Hallo. Okay. Und in der anderen Ecke haben wir Weißwurst ist oder ich. Wie würde man das sagen? Ja, Weißwurst ist. Weißwurst ist. So. Oh, Weiß. Oh. It's just white sausage ish. Weißwurst is. Weißwurst. Ihr seid der Weißwurst is. Is. Ja, wir sind da die süddeutsche Abordnung. Some puns on white sausages. So. Because they're apparently from the southern Germany. Na, ich wusste ja, dass das so läuft. Hat schon die, hab schon die Domain gekauft. So I'll do an SQL injection here. Ja, kleiner Bobby Tables, ne? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kennen wir uns, haben uns kennengelernt. Dann now we got to know each other. Das habt ihr jetzt verstanden, glaube ich. Genau, und alle im Publikum, ihr seid alle fit. Dann noch einen schönen Applaus für die andere Seite und dann legen wir danach los. A warm applause, schön, a welcoming applause for both for the other team. Bites, Runde 2. Nougat Bites, the second. 1-1-2. Also, warming up. Wir sind in der Vorglühphase von Runde 2. Es geht um 4 Bits. It's about 4 Bits. Subwirklichkeit beginnt. Someone like fishing? Hey, Lava Bit? Yes, sehr schön. Das ist natürlich Lava Bit. Lava Bit. Okay. Gut. Apparently it's a webmail service that ceased to work for a while because of the NSA scandal. Exactly. I didn't know of them. Me either. Some fawn feathers. Peacock feathers. Yeah, you're right. Nur die Hälfte. In the shape of an R. Here? Oh, VR? Oh, right. VR, Peacock in German is V. Which is the letter V. Das war's, richtig. VR. VR. Wer spricht schon P's mit? Again, it's not much better in German than it is in English. Subwirklichkeit. Multi-Channel. Yes, correct. That was fast. Es ist natürlich 4chan. 4chan, of course. Oh, of course, yeah. Okay. So, sehr schön, 4chan. Einfach, aber auf den Punkt. Weißwurst ist? It's Weißwurst ist schön. Yeah. Yes. Return of the Jedi. Pseudocode. Keine. This is pseudocode, by the way. Es gibt Jedi zurück. They just found out that it was? Returns Jedi. Yeah. Exakt. Return of the Jedi. Moment, stopp. Können wir bitte den Originaltitel alle ab jetzt sagen wir nicht mehr Return of the Jedi, sondern was hast du gesagt? Wir geben den Jedi zurück. Can we please like replace the original title of the movie with like a German pun on it? Recht ist bei Fernabsatz 2 Wochen. Aber the return Jedi policy. Is a German Yeti. In German it sounds almost the same, so. Yeah. Es war aber auch eine andere Galaxie. Return the Jedi. Okay. Under gut. Return Subwirklichkeit. Oh, that's from Ronja Räubertochter. It's a German novel. It's the movie of that novel. I don't know if it's popular in English. It's maybe a German it children's novel, usually. Maybe it isn't even German at all. Yeah, it might be Swedish. Yeah, it might be. But it's definitely European. Norwegian. Yeah, it's European. Irgendwas mit Trollen? Something with a pig? It looks like they have pig noses. These are like small peoples and they are known for their special language in the novel. They're like speaking with a lot of U's, at least in the German version. I don't know if there are any other translations exist. The stage is kind of focused on trolls for now. But they just got told that trolls probably aren't part of the answer. Yeah, to not focus on trolls.
Gnome. Yeah. Gnome? Gnome. Like the desktop environment. Gnome 3? Yes. Yeah. Gnome 3? Gnome 3 ist das natürlich. Yeah, because it's like three gnomes, wow. Herzlichen Glückwunsch, das war sehr schön. Subtil. Oh, I don't know. It's three gnomes, yeah. Gnome 3, I see. Könnte ja auch 1 oder 2 sein. Benutzt. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Okay, 8-11. Weißwurst. Weißwurst ist turn. You see kind of a net there. Network. Okay, da hinten. Wingnet. Wingnet. Das ist kein Hund. Aber nur mit einer. Das war scheiße. Das sind irgendwelche. Keychain, Ringbus, Ringnet. They are like unsure as well, and I don't have any clue either. It might be something with wings or with net. A network pile was a suggestion. Mesh network. Mesh net. White net. White meshing. White meshing. Mesh net. Darknet. 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 Korrekt. Und zwar ist Darknet. Darknet. It's a Darknet, wir wissen, ist der Teil des World Wide Web von Google in diesem Net, and it's a bit darker than the rest of the picture. Yeah. Okay, wir sind immer noch bei. Oh, that was feeble. Wie kommt man da eigentlich hin? Ich glaube, man muss einen Freund oder eine. How did you get there? I guess you have to ask like some friend to get in the Darknet. Und dann bestellt man eine AK und kriegt zum Schluss irgendwie eine Torte. Buy an AK and a machine gun. Person. Man weiß nicht so genau. Und los. Oh. That's like Schmand, and I don't know what Schmand is in English. Schmand is a kind of German sour cream. So sour cream, I guess, yeah. Oh, tatsächlich. Quark Express? Quark Express? Ich hab's schon gehört, aber nicht mit Überzeugung. And there's like Quark, I don't know. Somebody said it, but not without conviction, so. Aber nein. Yeah. Computer says no. Computer says no. Merkt ihr, wie die Spannung knistert? Hear the bristling of the suspense. Oh, oh, es wedelt. Somebody waving. Yeah, somebody got it. Kann mit dazu. Oh, no. No, both are able to guess, but none of both teams has an idea. Zero day exploit. Zero-Day Exploit. Okay, okay. Oh, ja, man kann es wissen. It is knowable. Gut. And the Super Mario music. Time for some clues, then. What dairy product is it? It is Schmand. In form of an O. In which form? In form of which letter it is? Is like the hint. Osman. Das war's korrekt von dieser Richtung. Es ist natürlich Osmand. 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 Oh. Yeah. Okay. iPhone people don't know that app. It's yeah, it's an OpenStreetMap mapping app, okay. App for ist Android. Ein bisschen im Rohr explodiert. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, den zu malen und danach zu essen. But why map? It was fun drawing Osmand. And then eating it. Osmand. Weißwurst ist Foodlocker. It's like bitte? Secure Boot. Secure, yeah. Boot. Secure Boot, yeah. Oh, okay. Well. Secure Boot. No need to explain that one. Und weil wir ja hier auf dem Kongress sind, ist das Soll auch ganz wichtig. Also tun und sollen ist. Yeah, they say it's like a huge advice to do Secure Boot while having your laptop or computer on Congress. Merkel-Phone. Oh, what? Merkel-Phone. Bum, bum. That was fast. Because there's an M on the telephone. Korrekt. Ja, manche Höhenverbindungen yeah. Ganz quer durch. Und man denkt so, hab ich das gerade gesagt? Und es war richtig. Currently the person's name schlimmer is ist, wenn man so Merkel. Denkt, hab ich das gerade gesagt? Das war aber gerade... I don't know. Or Urkel. No, the person's name is Urkel. His Urkel. Ah. Okay. The person's name is Urkel and there's an M on the phone. Should we have known so him? So it's the Merkel phone. I don't know.
Anyway, it refers to Merkel's hardened telephone. Yeah. Or maybe not hardened enough telephone. Another calendar. And there's like something in the circle. It seems like some kind of squid or something. It's going to be a tag again, I guess. Okay. I don't know. What is it, a squid? The month, January, wasn't in the last picture. I don't know if it's important. Okay, seid ihr fertig? Are you finished? Armchor. Omverort. Bitte? Tech Architecture. Day of the Tentacle. Yes. Oh. Day of the Tentacle. Could have known that. I could not have known that. I was hardly born then. Yeah. Right. I wasn't born then, but... Good thing they didn't re-release that recently. Oh, did they? Apparently they re-released it recently. I'm... Didn't know of that. So who's that? Does this person has two heads on? Or is it like... It's not a head, is it? It is a bone. A bone? Die Feierkraut. Da gibt's immer so oben. So ein Stimmchen aus dieser Ecke, die verrät immer schon. Twitter. Someone shouted something, but we couldn't understand it. Backbone. Was? Backbone? Korrekt, das ist natürlich. Oh. Backbone. Beck. Apparently the singer's name is Beck. I don't know him. Okay. Beck. Beck, yeah. Beck with an E in German. Heineken, Scientology. Gut. Gut, dann nicht. Okay, gut, war jetzt Weißwurst ist. Nächste Runde. Weißwurst ist turn. Revealing our reporting knowledge of pop culture, yeah? Yeah. So it's like a ferry with a phone cell on it? It's a telephone booth. Telephone booth is the right word, yeah, you're on a boat. Cellular phone. Telephone. Apparently the audience has only figured it out. Just... Is it? Aber das war, dass wir diese is it a coincidence that it's a booth and boot? Boot. B-O-O-T. Correct, it's a fairphone. Because like ferry means fähre or, yeah, fair in short, ja, in German. Geografisch, begrifflich, flexibel. Oh. Wir spielen dieses... Wir spielen great. Ja, und die Lösungen sind dann halt syntaktisch. We're too young for phones. Yeah, we're too young for phones. Speicherzugriffsfehler, das ist der Sinn. Phone booths, yeah. You get like human segmentation faults, they say it on the stage. Image plane. Die Teile waren plane frame. Something with image or frame or something. Mirror. Plane mirror. Image, plane, image, image, frame. Plane, frame, frame. It's planing, jet plane. So hoch habe ich Arme noch nie gesehen. Never seen arms raised this high. BER, nee, dann wäre da nichts zu sehen. No, if it were referring to Berlin's airport, you wouldn't be able to see anything. Jumbo frame. Jumbo frame. Yeah. Which is, oh. Like large Ethernet frames. Extended Ethernet frames, yeah. Sehr schön. Ein Kopf an, ein Bit an Bit rennen. It's bit to bit. Or close to each other. Neck on neck. Neck on neck, yeah. Nmap. Wow. Correct. Nmap. But why? Because it says N on the names of the movie stars on the map.
N, the first name of the person is N. Wir warten noch kurz. N-Map. Okay. Inception klappt bis jetzt ganz gut. Inception works well so far. Ice Queen, Alice in Wonderland, North Korea, Anarchy. What does the A mean? Burn the A. And it's like some princess, some Disney princess, I guess. A-Star. Schwing dein Ding. Wow. Don't know if I should translate that one. No, both are able to guess. Publikum? Audience? Anyone? Ajax? Der scheint schwierig. Sky? This seems difficult. Skywim? Skywim? Skywim. Star Office? Star Office? A-Team? A-Wizard? A-Team? Time is up. Software. Let's get some hints. Die meisten Hinweise, die wir schreiben, einfach... Ja. I knew that most of the clues won't come up. Software! Again. Well, very useful. Who could have known that? GNU. New. It's sound of new related. Dwarf. Du hörst es. Haben wir eigentlich. Star Money? Nee. Armor? Wir fragen auch noch das Publikum, aber wir machen mal weiter. We'll also ask the audience, but we'll continue. Correct. Whiting correct was the last hint, and yeah, then it's A spell. Yeah, like the open, word correction database. Ja, aber wir spell check. Spell check, yeah, spell checker, the open source spell checker. Nee. Nee, oh ja, das ist in der Tat wäre das eine Verbesserung der Situation. Das sind Performance Enhancing Drugs. Ja, es ist gut. Ja, so. Das ist schon. Ne, wir machen das zusammen. Weiter geht's. Genau. Let's go on. Okay. Smart. Castle out of Smarties and the Smart City. Smart City. Smart City natürlich. Well. Ja, wir mussten noch. Okay. Not bad. Und los. Let's go. Okay. IPv6. Yeah. Oh, der war gut. That was like kind of easy because of the V6 in the bottom left corner. Oh. IP. I didn't even get the depth. Oh yeah. Because he is peeing. Well. He's peeing the V6. That's why it's yellow. Yeah. It's like the frame with the V6 is like scaled up from the. Yeah, I know. But all of this was intuition. Wir haben gewartet, dass gestern noch Schnee fällt. Hätten wir es noch live fotografiert, aber... We waited for snow to fall yesterday, but we couldn't take a picture live, so... There is no cloud. Doesn't seem to be correct. Third cloud? Third party cloud? My cloud? Maybe. Your cloud? Own cloud. Own cloud? Own cloud. Next cloud. Next cloud. Next cloud. Next cloud. That was right. Ich glaube, also Cloud Pointer, ist das irgendwie RAM as a Service? Oder? Cloud Pointer. Main memory as a service. Pointer as a service. Pointer as a service. Okay. Gut. Sehr schön. Und los. Some sort of game with play buttons everywhere. With a catapults. I don't know what are catapults in English.
these play buttons. So the first row already knows it. Bomb them, nuke them, catapult them. Windows 95? Good guess, actually. Fireplayer? Omaruk? Firewall? Firewall? Implayer? Cyberwall? Cyberwall? Pentest? Catapult? Pentest? Wall Breach? Wall Breach? Throwplayer? Firewall? Flashplayer? Replay attack? MPG 123? Okay, hints again. Let's software. Get to the clues. Flash player. Replay attack? Flash player. Flash player? Was denn? Replay attack? Nein. The Replay audience attack? Is shouting things. Doch, doch, Replay attack ist richtig. Ach, das hat er gesagt. Replay attack. Replay attack is right. And now they lost points for. Although they already said that. Well. Ja. And they don't have an edit function. Aua. Moment. That hurt some people, apparently. Yeah. Nee, hier. Let's go back. Wir werden gerne die Punkte. Okay. Alle Punkte. Das merkt ihr euch. Alle Punkte. Alle. Ich erkenne... Sub-Reality wants all the points. Ich drücke jetzt immer erst, wenn jemand was sagt. Okay. I'm only gonna press after someone has said something. Okay. Bucket riding? Box riding? Weißwurst.es. What does the box have to do on this picture? Containers? White box? Model? Okay. Is this like some famous person? Is it Napoleon? I'm not that good in history. Too small for Napoleon? Too big? Possibly? Maybe. Transport. Transport. Nee, Knight Rider ist falsch. Knight Rider is wrong, apparently. Also Knight Rider der Vollständigkeit halt. White Trojan Horse, Ikea-Einkauf. Ikea Shopping Tour was one of the suggestions. Payload. White Pony. Bundestrojaner. Trojan Horse. Federal Trojan. These are like harder, I think. These are harder, possibly. Maybe. Clues again. Oh, not software. This time it's network hardware. Da muss man aufpassen, das stimmt. Aber es wird noch. Network hardware, so maybe something with transport? Fritzbooks. Das war hier, ja, Fritzbooks. Korrekt. Oh, it was some famous person that I just didn't recognize. I don't know. Darf ich kurz erwähnen, dass meine Mutter das erraten hat? His mother apparently guessed that. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thanks, Mom. Those who have like history knowledge advantages. Der alte Fritz. The old Fritz. Yeah, maybe Kaiser Fritz, something like that, some German emperor. Okay. Pores. Ins Mikro hören. Sonst nochmal hier oben gucken. Deep Inspection, Packet Inspection or In-Depth Analysis. U-Porn. Bitte? U-Porn. Well. Korrekt. U-Porn. U-Porn. Because of pores? I don't know. I think so. Kennen die alle. Also, oh. Yeah, it's because of pores. They just explained it. Dankeschön. Egal, Punkte. Doesn't matter as long as we get points. Just about the points, yeah. Hast du gemerkt, Erotik und Drogen geht am schnellsten. Did you notice that, like, I don't know, sex and drugs works best? Ja, okay. Wir haben halt Backup schon gehabt. Oh, it's like the town of Marburg in Hesse. Something with Lahn. Yeah, maybe Lahn, the river. Yeah, Lahn is a river next to Marburg, or through Marburg. WLAN! W. Oh! Yeah, it's in the shape of an W, so it's like WLAN. Which is the German Wi-Fi. Word for Wi-Fi, exactly. Ein Ortsansässiger wahrscheinlich. Flow control.
So you heard it first. They need someone who's from Marburg or who knows something about Marburg. You need to know that it's the land. Are you from Marburg? Well, no, I'm not from Marburg. My girlfriend is from Marburg. That's why I know the land. Correct. This is a Wi-Fi. Wi-Fi, yeah. Now they Marburg got it. An der Lahn. Marburg an der Lahn. It's like the long name of the town. Der Fluss. Draußen, dieses draußen da. Okay, gut, WLAN. Vielen Dank. Thank you, they're saying. Subwirklichkeit. Oh, it's like a Donald Duck nose on a polar bear. Duck face. Duck. Oh, Knut, the famous polar bear from Germany, like, I don't know, 6 years ago or something like that, or 10. Donald. Duckwee? Donald Knuth is like a famous computer scientist, okay. Yeah. Nee, du hast es gesagt. They're thinking Duckville. But no. Sag einfach alles nochmal, was we got it first. Knonald? They don't remember what they said, even though they apparently might have already said the right thing. Forgot it themselves. Yeah. Donald Knut. But the other team remembered. Ja, aber Donald Knut. Donald Knuth. Ja, aber so als Einzelner. Yeah. Inventor of the Tech typesetting system. And the Metaphone package. Well, yeah. 50 bis 1990 E-Mail verwendet und meinte, 15 Jahre ist genug. He used E-Mail for 15 years from 75 to 1990 and then he thought 15 years is enough. Container, Docker. Docker, yeah, yeah. The Docker boots. The boot brand. Natürlich ist das ein Docker Container. Docker Container. Okay. No one even claps. It was too easy, I guess. Byte 25. Ant lock? I don't know. And isn't AND some kind of technology for... AND algorithm? They exist? Oh yeah? BitLocker, AND-Locker, DoorLockAND. No, they said AND-Locker, it wasn't right, so... Das ist ein AND. What is like the thing on the links on the left side? Oder? It's an AND? What's an AND? AND-Lock-N. 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 Like the complexity theory? Thing. Lots of hands in the audience. They seem to know it. Entlocken. Entlocken. End to end. End to end. End to end. Yeah, end to end encryption. Oh. Yeah, that's for you. That wasn't like too hard, although I didn't know the person on the left. Also, schreibt man ein bisschen anders, aber. So the spelling is a little off, but who cares? Who cares, yeah. What is written on this building? Weißwurst. Yes, you said it. Some university. Yeah, it's university. But I can't read the name of the university. Correct. Es ist... Oh! Tut was! Ja, gut. Tut was! Yeah, the it's university where the first meeting of... I don't know. I didn't know. Where this... Enter the CCC. Yeah. Oh, I see. Yeah. Where they were like founded or something. So what is the university? Do we know? Oh, I thought it was at the Taz. Yeah, at the Taz building. Taz building? Yeah, the newspaper. The newspaper. Yeah. Boxing. Redhead. Punchbox. Oh. The University of the Box Signing. TU. Oh, I see. Anyhow, where this. Yeah, next one. Sorry, we were behind a little bit. It's too exciting. Signbox? Signbox? Box promoter. He has like. He's like pointing at a sign on the paper. André Rieu. I think he's staring at his clock. At his watch. Yeah, he's staring at his watch. And he's really, really surprised. Only Wild guesses at the stage. So, no one really having a clue.
Mailbox, Bruder. Mailbox. People have mailbox ideas. I don't really see a mailbox there. But, well, time's over. Oh, think in English is the first clue. So for those of you listening in, you will... You ask. Busy box. Cool. And he's really busy. Oh, busy box. Es ist busy box. Oh, yeah. Oh, I see. The busy box shell. Well. So now we have 50... We saw 50 pictures. 50? Apparently. Ja, sag doch was. I guess even more. Wasn't it like 36 in the first round and 28? Yeah, true. We're going into hyper room now. Hyperspace. Sorry. Hyperspace. Okay, wir treten in den Hyperraum ein. Das ist der dritte Teil. Third part. Oh, there's written Neul on the card. Wow. Neuland, like in the famous quote from Merkel. Which basically says that the internet is still new for all of us, which he said in 2013. Yeah. When the internet was probably not as new for some of us as it was apparently for her. For most of us, as it was for her. Ist ja sogar ein D. It's a D, yeah, it's a D written on the floor of the cable. So we have Neu, which is written there, then we have a LAN connection, and then D. Oh, right. It's really, really in-depth. And this is about, like, broadband, making broadband more accessible in Germany, which... Doesn't work well, and yes. Yeah, everyone is, like, mad on that topic. Next one, is it MacGyver? Oh, or Indiana Jones, I guess. Oh, it's Indiana... Or possibly. But he has like a gun. Indiana Jones never had a gun. So it's not Indiana Jones. And they already said Fachwerkhaus was like the type of the house. They were thinking maybe it could be the window? Somebody laughed. Also meine Wette war, dass das keiner erhält. So, Fachwerkhaus is half-timber house. It's a way of traditionally building in Germany where you see these timber logs and you see them from outside. Yeah, outside, yeah. Yeah. Zoom. X kill. Windows killer? Wild guesses at the stage, I don't know. Window cowboy. Projection window. Kennt ihr denn die Person? Okay. Do you know the person? Let's get to the clues. It's a software to write software faster. Code monkeys. Code monkeys. Oh, maybe Emacs again. Oh, yes. Maybe Vim? Vim. Hmm. But I don't know how that would work. For the web. For the internet. GitHub? Yeah, maybe. Code generator. Code generator? Oh, like Atom? Oh, in Python. Is Atom written in Python? No. Ja, im Ganzen. Django? Windows Django? Django for Windows? Windows Django? Oh. Django for Windows? We don't okay, wir know. Fragen das Publikum. Oh, audience. The audience is asked. Django Framework. Django Framework, well. Oh, Django Framework. Yeah, I didn't recognize the movie character Django. Django Web Framework. And framework is the wrong translation of Fachwerkhaus, I guess. Or Fachwerk. Maybe, yeah, maybe. Yeah. It's like the sign where the resident area of Berlin starts. Yes. And there's kites on there as well. And on there it also says Pankow, which is a part of Berlin. And Buch, which means book. Yes. And shouldn't usually be written on a sign like that. I think it's a part of Pankow. Oh, it really is? Yes. Oh, you know Berlin better than me. But it can also mean book, so it might be a double entendre somehow. Book of Hanukkah, Book of Life. Book of Dragons? I thought it was like photoshopped. Fate State, Dragon Shield. Dragon Shield? Irgendwas. Berg. Something? Berg. I don't know. Game of Thrones? Da wurde zu viel assoziiert. There was too much association going on there.
Time is up again. It's like, seems to be harder. Or the teams are not as good. Book. Yeah, book. Principles, technology and tools. Da. What? I don't... I'm not following, sorry. Ich hab's nicht gehört. Wer von euch hat... Bookmark? Nee. Nee? I didn't get it. Bookmark? No. Oh, Hotzenplotz, like a German children book. Darf ich es gleich sagen und dann... I don't know if it's German. Sagen, ja, das haben wir gesagt. The audience can say it now? Also wenn sie nicht wissen, dass es da... Also nee, ich finde, es ist so eindeutig, dass man das dann wissen müsste. Aber dann fragen wir einfach das Publikum. Dann it's so clear that everyone should know it, really. Noch die nächste Hilfe? Compiler. Also like... equation of compilers. If you still haven't got it, then you didn't know it in before. So audience. I don't know. It's Dragon Book. Yeah. From Silver. Oh, like, apparently it's a book about computer science compilers. Aber wo ist denn in Pankow ein Drache? But where in Pankow can you find dragons? Bei genauem Hinsehen. No, on the picture there were kites. And in German, kite and dragon, both the same word. Use the same word. Okay. Oh my God. So this picture seems to be taken on Congress. Or maybe not. Tea as a service under the desk. Good description. Well... No hints given in the picture, just like the tea set on the floor. Okay. Service desk? Publikum? Service desk. Audience? Okay. Fire level expert. But I can't see any hands in the audience. Ah, there's the first one who knows it. Correct. Das ist ein hidden service. Oh! Wow. Wow. Hidden under the table. In German, apparently as well as in English, service can mean, or there is a tea service, yeah, which refers to a tea set. So the sign says, scene 1337. She doesn't wake up for weeks. Until... So it's written on the clipboard. It's blurry again. It seems to be a hospital room, possibly. Yeah, yeah, it seems to be a hospital room. What does like the scene text mean in connection with this picture? Ooh, nice. Someone mentioned zombies. Yeah, zombies are like always great. Recovery shot. Nein. Zombie process? Oh, da wird. Oh, Reflex shot. First shot. Weak shot. Lead shot. Nein. Okay. Nein. Wild guessing again. Sleep take. And. Software. We're waiting for hints. Someone assumes it's software again? Recovery? No. For a like very well known typesetting system, probably latest. Yeah, scientific texts look white in that typesetting system. Wo kam das her? Das war oh yeah, Coma script, like the script. Like the famous latest package for like European or German latest articles. Sehr schön. Die Handflächen tun schon weh. Ja, es ist. Which like adapts German standards in LaTeX. Okay. Und? It reads Weichtiere on that, which is like, I don't know. Soft animals, soft shell animals. Mollusks. 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 Good to know. Spawn shell, soft shell. Wie heißt die Gans? And there's like something written below. Oh, Bash. Weichtiere, die Wiedergeburt. Die
Wie schreibt man es? Übrigens, oh, because apparently the sign reads Weichtiere, the Rebirth. Rebirth, yeah. Wow. So the Weichtiere word was irrelevant. Oh no, shell. Ah, shell, yeah, you're that right. It's important for that. Anyway, three more and we are done. Nearly done. There's an explosion. And kind of a bridge or something. It looks like astronauts. Yeah, astronauts. Is the building well known? What is the building? Or like the town? Could it be London? No, probably not. Da hat aber jemand nicht geupdatet, wenn das ein Tor Exit Note. Somebody didn't do their updates if this is a Tor Exit Note. Okay. No guesses from the other team as well. Ja. Auch keine Shell Bomb oder so. Someone guessed red herring or possibly shell bomb. Fog bomb. Both of them are not right. One away. Work is done. Tower bridge. Torwalz. Nein. Wild guesses. Torwald. So, which city is it? But it's oh, nee. City. Wrongly. It's like a Stadt. Was habt ihr gesagt? Ich hab's gehört. Is it like intentional mistake or? Nein. No, it seems to be an intentional mistake or not? Nein. So it might not be city. It might just be place or. I don't know. Yeah. Erkennt ihr die Stadt? Do you recognize this city, place? Whatever place. Okay, das lassen wir gehen. Which movie Armageddon. Is it from? Armageddon. Maybe. Armageddon. I don't know Armageddon. That movie. Carmageddon? We're looking for a computer game. Carmageddon. Carmageddon. Audience is asked. Correct! Es ist Worms Armageddon. Oh. Worms Armageddon. That was a hard one. Ist doch ganz klar die Skyline von Skyline von Worms. It's like the skyline from Worms. Skyline. Yeah, the German city where like Martin Luther is from. Okay. Do you know? Like year of Reformation this year. Vorletztes Nugafight. The second last one. Oh, Noam Chomsky, like a famous computer scientist. And linguist. And linguist, yeah, he did both. Yeah, you're right. Der hat ja was, so einen grünen Kringel, ne? He was like complexity theory. He wears this green thing around his neck. Correct. Jeezep. I don't know that rapper person. Do you know it? Do you know him? Maybe they'll explain it. Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesem Interview Noam Chomsky gefragt hat, wie viele Wörter kennt. Oh, this Jeezep guy apparently asked Noam Chomsky how many words he knows. Personal assistant hat danach gesagt, dass Chomsky meinte, no more men in gold suits. And he answered like something pointless, which apparently was funny. Final. The final bite in French. Also alle, die jetzt nicht so hart im Nehmen sind, weggucken. So please look away if you're squeamish. Yeah. Oh. Well, it's like a peacock again, I guess. And then the background is a sheep. No, it's not in the background, it's like photoshopped. Yeah. And there's an arrow pointing to a toe, which in German is pronounced C, the same way as maybe the language. CCC, possibly? Oh yeah, or the programming language. Or the programming language, actually. And he has like three cards, but I don't know if that's intentional. VLC? Like the video player in portable version. Just wild guesses again.
Something with sheep? Or with... I don't know if there's a sea library named Peacock. Fowl. Yes. Yeah, maybe it's like fowl and C as letters, as a V and C. Well, and we see... He has a hand in his pants. I'm not sure whether that's intentional. So, order, bird, person, body part. Second hint is... Something an animal does. A drive, something like that. Yeah. Data drive. And... A type of activity? A type of activity, I don't know. Or a type activity? They really had fun at writing those hints, I guess. Show us the third hint. So they're thinking V is probably the first letter? Have you looked at the hints already? VLC sheep? Whatever that should mean. Is that a type activity? What's a type activity? We don't know. That's why we couldn't translate it. I don't know if it's not a real word. It doesn't make sense in German as yeah. well. Type activity. Yeah, maybe they mean like the activity of the guy, because guy is Typ in German as well, but yeah. even that would be wrong. We're looking for a name of a software, a program. I'm still going for hands in his pants. Oh, it was real. VLC Media Player. Yeah. Oh, he's a player. Oh, yeah, he's a player. Yeah. Media Player. Media apparently is very important. Yeah, and not portable as was said on the stage. Vielen Dank auf alle Fälle. Yeah, that was a real hard one. Punkt IS, wir wollen zum Schluss. Den Media Player dann auch. Ah, Media Player. I because see. Like the sound of the sheep, like the no, the meh. Yeah, it's like meh in German. And then dia is for protecting something. Yeah, dia, yeah, because the photo, because the sheep was on the photo. Oh, wow, okay, so that one deep. Hurts. Yeah. Yeah, thank you for being here. For being here? Yeah, take the pain home. Sleep well this night. Or don't sleep. How can I sleep after this? Okay, and thank you for listening to this Nougat Bites talk.